Berühmte Rosenschauspielerin Lara Isabel Renting und Fußballprofi Simo Röcker waren ein Jahr zusammen, als der Sportler 2016 vor der Blondine auf die Knie ging und ihr einen Antrag machte. Im Dezember 2017 heirateten die beiden dann, legten bezüglich ihrer Beziehung jedoch viel Wert auf ihre Privatsphäre. Umso überraschender kam jetzt die Nachricht, dass Lara Isabel und Simo sich getrennt haben. Die Rote Rosendarstellerin bestätigt dies gegenüber der Bild mit dem Statement: "Es ist kein Geheimnis, dass uns unsere Privatsphäre sehr am Herzen liegt und wir uns deshalb diesbezüglich selten geäußert haben. Um möglichen Spekulationen vorzugreifen, geben wir hiermit mit großem Bedauern unsere Trennung bekannt." Beide blicken auf eine wunderschöne gemeinsame Zeit zurück und wollen als Freunde getrennte Wege gehen. "Wir wünschen einander nur das Beste", so die 35-Jährige. Den Grund für die Trennung gab Lara Isabel Renting nicht bekannt. Seit 2019 spielt Lara Isabel die Amelie Fährmann in der Telenovela Rote Rosen. Der TV-Durchbruch gelangte ihr aber schon 2005 mit ihrer Rolle in Verliebt in Berlin.